Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Aber ich wollte jetzt tatsächlich Outlast sagen, weil ich gestern mit dem lieben Sally für seinen Twitch-Kanal mit ihm zusammen auf Twitch hier Outlast aufgenommen haben und so. Und auch beziehungsweise ein bisschen gestreamt und dann für seinen YouTube-Kanal zusammen die Videos gemacht haben. War ich jetzt irgendwie voll vom Kopf jetzt da drin, ne? Aber herzlich willkommen zu The Forest. Wir sind quasi gerade aufgestanden erst. Und wir haben hier für diese Hütte noch einiges vor uns. Vor allem da müssen wir auch noch weitermachen. Und dazu brauchen wir noch sehr, sehr viel Holz. Und das in Form von Stöcken und hier Baumstämmen. Und ich glaube, das mit den Stöcken, das wird die längste Herausforderung sein, weil wir ja nur maximal 10 mit uns schleppen können. Und keine Ahnung, ob wir irgendwie hier eine Tasche oder sowas dafür bauen können. Dass wir vielleicht so 20 mitschleppen können, statt nur 10. Aber wir könnten auch mal versuchen, hier so ein Stockdings hier mit reinzubauen. Uns hier. Auf dem Boot. Auf dem Floß. Dass wir vielleicht ein bisschen mehr mitschleppen. Na, ich glaube, hier könnten wir noch mal so zwei Stocklager mit dazu packen. Ich glaube, das wird was bringen. Klar, müssten wir dazu dann jetzt irgendwie noch mal extra Stöcke sammeln, damit wir diese Stocklager hier im auf dem Floß haben. Aber warum nicht, ne? Dann hätten wir am Anschluss mehr Stöcker, die wir dahin schleppen können. So, und da wären wir. Ja, ich glaube, so ein Stocklager wäre schon Lagerung hier. Stocklager braucht nur 6 Stöcker. Machen wir hier. Und den machen wir. Okay, der wird es nicht mehr schaffen. Aber dann haben wir zumindest einen hier auf dem Boot. Und wäre immerhin besser als gar keiner. Ja, lass mal da vorne hingehen. Nee, wir wollen in diese Richtung. Dann nehmen wir den hier und den da noch. Ja, geil, es regnet wieder. Die rollen mir alle gleich weg.
So. 6 Stöcke haben wir auch immerhin schon mal. Das heißt, das Ding da kriegen wir fertig. Da. Mal drauf. Nice. Das heißt, die Stöcker können wir jetzt schon mal zwischenlagern. Haben wir überhaupt was zu essen auf der Tasche? Ja, verdorbenes Fleisch. Nice. Das heißt, wir brauchen gleich auch schon wieder eine Schildkröte. Ich muss auch ein bisschen aufpassen wegen den Ureinwohnern. Weil ich auch keine Lust habe, von denen überrascht zu werden. Aber das wird reichen, ne? Genau jetzt werden wir von denen überrascht. So. Oh, 2 Stück. Boah, jetzt haben wir. Hier. Komm her. Na komm. Hinter mir ist keiner. Eine haut ab. Komm. Komm. Wusste. Boah. Ich dachte schon, der haut mir so krass drauf. Auf mich, schlägt er so krass auf mich ein, dass er gleich zu Ende mit mir ist. Da ist der andere schon. Den muss ich wieder aber aufbauen. Der haut ab. Beziehungsweise geht entspannt weg. Was? Immerhin. Immerhin. So. Den ziehen wir auf jeden Fall an. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist, aber wir brauchen Stöcker auch noch. Jede Menge.
Wundert er sich auch, wo sein Kollege ist. Habe ich jetzt alles hier an Holz? Glaub schon. Ich glaube schon. So, wir müssen uns eben auch eine Schildkröte schnappen, weil wir werden gleich noch sonst ordentlich hungern. Dann, ja, hier kommt schon wieder ein. Der schwimmt weg, aber der kommt. Der kommt her. Die arme Schildkröte, die ist gerade hier auch angekommen und sofort Axt und Nacken. Jetzt machen wir uns eben was zu essen. Machen den hier aber eben noch schnell voll. Müsste. Ich habe ge ah, jetzt. Dachte schon, es wäre jetzt fertig, aber nie ist noch nicht. So. Dann schauen wir mal, wie voll kriegen wir das Ding denn hin. Das sind schon mal 10, okay. Ich hoffe, mindestens 20 kriegen wir rein. So, als allererstes Stecker. Und den hier. Stecker haben wir wieder voll. Das ist nice. Komm, wir fahren wieder dahin und dezimieren die Bäume dort. Wir fangen mit dem hier an. Nehmen wir den und den hier. Ist genau in meine Richtung gefallen, alles klar. Gerade da hinten links so zwei Bambis. Fällt er genau auf mich. Aber immerhin habe ich keinen Schaden abbekommen.
Übrigens, was auch in der letzten Folge ich kurz thematisiert habe und so weiter, hier wurde nicht irgendwie an der Zeit rumgespielt oder sowas oder mit irgendwelchen Mods oder sonst was rumgespielt. Das Spiel ist genauso, wie es halt gekauft wurde. Nur es hatte mich halt in der letzten Folge so stark verwundert, dass die Tage hier so schnell vorbei waren. So. 20 sind drinne, nice. Hatte mich halt nur in der letzten Folge so stark gewundert, warum die Tage und Nächte so schnell um waren. Hab mir mein eigenes Video sogar tatsächlich im Schnittprogramm nochmal ganz genau angeguckt gehabt. Und es lag tatsächlich eher wirklich daran, dass die Wege, die ich mittlerweile nehme, halt so lange sind. Also länger als es davor war. Und es mir einfach nur so schnell vorbei vorkam. Im Grunde hat sich hier nichts an der Zeit verstellt. Hier war noch ein Baumstamm. So, müssen aber noch ein bisschen weiter vor. So, 10 haben wir. Und wir nehmen die drei hier. Die bieten sich so gut an. Die bieten sich so gut an, habe ich gesagt. Hallo? Endlich. Oh, wir haben Durst. Trinken. Ne, wie viel ist da noch drinnen? 74% sauberes Wasser. Was? Was ist denn da jetzt passiert? Den hier nehmen wir auch noch. So, jetzt ist auch schon wieder Abend, also das liegt tatsächlich daran, dass ich einfach zu sehr in letzter Zeit wir haben hier aber noch ein Holz. Den müssen wir so rüberschleppen. Das lag aber auch tatsächlich jetzt eher daran, dass wir so viel Zeit hier jetzt mit Holzfällen und den Ureinwohnern verbracht haben. Aber ich müsste wirklich mal auch schauen. Da sind sie wieder. Ja. Alles klar. Wie es weitergeht, erfahren wir aber halt in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.